Heute sprechen wir über das Thema Gewichtszunahme in den Wechseljahren. Als Heilpraktikerin ist mir natürlich ganz wichtig, dass wir das möglichst natürlich lösen, was sich da an Problematiken auftut und dass wir andere Strategien brauchen als in den 20er, 30er, 40er Jahren, weil das funktioniert einfach nicht mehr. Ich möchte auf drei Themen eingehen. Das sind leichte, kleine Veränderungen, mit denen ihr aber wirklich tolle Erfolge erzielen könnt. Zum einen geht es um die Wirkung des Blutzuckerspiegels. Das verändert sich sehr, wie sensitiv unser Körper auf Insulin beispielsweise reagiert durch den hormonellen Wechsel. Zum anderen unsere Stresssituation, das Cortisol im Körper. Auch das ist nachgewiesen in Studien, dass wir in den Wechseljahren einfach nicht mehr so gut mit Stress umgehen können. Und auch oft vergessen die Veränderung unseres Stoffwechsels im Darm. Also jetzt werden ganz andere Lebensmittel zum Beispiel für uns noch wichtig. Ein ganz wichtiger Tipp von mir als Heilpraktikerin ist, dass wir jetzt darauf achten, welche Lebensmittel wir essen. Also nicht kalorienreich, sondern nährstoffreich. Also wenn wir beispielsweise darüber nachdenken, das Honigbrötchen zum Frühstück, der Kuchen, die Nudeln, all das, was süß ist, bringt immer unseren Blutzuckerspiegel enorm in die Höhe. Und das heißt, unser Körper reagiert mit einer extremen Gegenwirkung, schüttet also Insulin aus und bringt diesen Zucker schnell wieder zurück in die Zelle. Wenn wir aber zu viel essen, dann bildet sich eben genau dieses Pölsterchen, diese Reserve. Und das ist dann, weil unser Stoffwechsel in den Wechseljahren auch langsamer läuft, einfach sehr, sehr hartnäckig. Ein super Tipp gleich mal ist, um Blutzuckerspitzen zu vermeiden, Zucker wirklich bewusst genießen. Also wenn du mal ein Praliné essen möchtest, gönn dir das. Aber die regelmäßigen Gewohnheiten sind jetzt das Entscheidende. Wenn du beispielsweise gerne immer süß gefrühstückt hast, also mit Cappuccino und Marmeladenbrötchen oder Teilchen, dann ist jetzt in den Wechseljahren viel besser ein eiweißhaltiges Frühstück, zum Beispiel wirklich mit Eiern oder mit Avocado, mit Hüttenkäse und guten Fetten und Kräutern. Weil es gibt Studien, die zeigen tatsächlich auf, diese erste Mahlzeit ist entscheidend dafür, ob wir dann den ganzen Tag über einigermaßen ohne Hungerattacken durchkommen. Stress ist für uns Frauen in den Wechseljahren ganz besonders schädlich. Stress heißt aber nicht nur wirklich jetzt wahnsinnig viel zu tun, sondern das kann auch sein Sorgen und Ängste und schlechter Schlaf und aber eben auch nochmal zu viel Zucker, weil das versetzt den Körper auch in Stress. Was passiert, wenn wir Stress, eben diese unterschiedlichen Dinge, die das für jeden Einzelnen bedeuten kann, haben? Es verändert sich die hormonelle Lage im Körper. Und das Stresshormon Cortisol stellt immer wahnsinnig viel Zucker im Körper parat, das ja auch aus der Leber gespeichert als Glykagon schnell freigesetzt werden kann. Das brauchten wir früher vielleicht beispielsweise, wenn wir dann Angst hatten vor dem Säbelzahntiger und weglaufen wollten. Jetzt sitzen wir aber möglicherweise nur am Computer, ärgern uns, aber unser Körper reagiert immer noch wie vor Hunderten oder Tausenden von Jahren. Wenn du also jetzt eine stressige Situation empfindest, dein Körper viel Blutzucker freisetzt, du den aber nicht verbrennst, dann wird dieser Zucker schnell wieder in Fettpölsterchen umgebaut. Also, was ist für uns Frauen in den Wechseljahren jetzt besonders wichtig? Dass wir uns Freiräume nehmen, dass wir uns mehr entspannen, dass wir auf unseren Körper hören. Und es gibt ganz wunderbare Dinge wie zum Beispiel eine Meditation, vielleicht singen, vielleicht eine Atemübung, vielleicht Entspannungstraining, womit du wirklich schaffen kannst von zwei Fachbegriffe, vom Sympathikus, das ist die Aufregung, das ist diese schnelle Bereitschaft des Körpers zu flüchten, in den Parasympathikus. Das ist der Bereich, wo wir wirklich rest and digest, also entspannen und gut verdauen und wo unser Stoffwechsel dann aus dem Zuckerstoffwechsel in die großartige Fettverbrennung kommt. Die hormonelle Veränderung in den Wechseljahren hat auch eine unmittelbare Auswirkung auf unseren Darm.
Das fehlende Östrogen zum Beispiel verhindert, dass im Darm kurzkettige Fettsäuren gebildet werden. Diese sind aber enorm wichtig, zum Beispiel für die Darmschleimhaut. Das heißt, dann kommen auch häufig so Themen wie Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Laktose oder Fructose oder zum Beispiel auch Allergien. Auch das Progesteron, das ja kaum mehr da ist, führt dazu, dass sich zum Beispiel das Mikrobiom total verändert. Jetzt wird es also immer wichtiger, dass wir uns bewusst ernähren. Weniger Kalorien, dafür mehr gute Nährstoffe, weniger Stress und ganz besonders auch Fürsorge für unseren Darm. Und ihr werdet sehen, das sind nur eine Handvoll kleine Veränderungen, mit denen wir aber große Verbesserungen und ein ganz tolles Wohlgefühl auch in den Wechseljahren erreichen können. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir haben hier noch auf dem Kanal ganz, ganz viele tolle Tipps und Videos für euch rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden. Schaut doch mal rein.